Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play No Man's Sky. Und ich bin doch jetzt hier bestimmt wieder an Plutonium. Erstmal Plutonium, weil... Was? Okay, das ist Eisen. Kann ich das scannen? Ja, kann ich. Das sieht komisch aus. Moment, Musenrodit. Und irgendwas ist hier hinter, was ich noch nicht hatte. Was willst du denn? Boah, siehst du ekelhaft aus. Sonst noch was ich noch nicht hatte? Sind hier zwei? Nein, hier ist noch eins. Okay, schade. Okay, ich brauche jetzt mal Energie. Und Plutonium ist wirklich super dafür geeignet. Habe ich hier nicht noch was Größeres gehabt oder nur euch klein? Da ist was Größeres gewesen. Ach, hier gibt's noch Eisen, verdammt. Und Plutonium. Oh, 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 oh. Keine Ahnung, wer das war. Echt nicht. Guck, wie weit mein Strahl... Ah, kommt sogar durch. Das ist doch mal was. Dass die Drohnen mich nicht angreifen, das wundert mich so ein bisschen. Ah, au, aua, das hat weh. Oh, Ladung aufgebaut, das ist ja nicht schlimm. Hopp, wir haben ja Plutonium. Und weiter. Nämlich wundert das doch, dass die mich nicht angreifen, obwohl ich hier so viel kaputt mache, ne? Also. Aber, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich abbaue, werden die Viecher lauter. Als ob die so eine Symbiose der mit allem hier sind. Ich meine, gut, okay, das ist dann natürlich sehr... Ich meine, alles, ne, ist ja auch mit unserem Planeten so, ne? Du machst irgendwas kaputt, ne? Und, das hat natürlich Auswirkungen, ne? Also, ist einfach so, ne? Wie sieht das noch aus? Ah, oh Gott. Oh Gott, ist der groß. Ja, vergessen. Luft holen und weiter. Ups, überhitzt. Wie gesagt, dieser Butterfly-Effekt nennt man das ja auch. Das heißt, halt ne, für diejenigen, die Theorie nicht kennen, wenn jetzt in Japan Schmetterling mit den Flügeln weht, ne, so schwingt, ne, dann gibt es auf der anderen Seite des Planeten einen Hurricane. So, und, da kann man jetzt sagen, ha, aber die Aussage hat schon wirklich was. Also, oftmals sind es auch Kleinigkeiten, die mehr bewirken können als große Dinge. Oh nein, 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 das war jetzt echt nicht mit Absicht. Wirklich, wirklich, wirklich nicht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, guck mal doch mal. Wichsen.
Mir doch egal, Hauptsache das Viech ist gleich tot. Warum kann ich nicht wechseln? Kann ich dich... Ja, hopp, Alka. Wisse, ich habe was ganz Kleines gemacht und habe eine riesengroße Auswirkung gehabt, ne? Mann, da fliegt dieses Viech einfach mal durch meinen Strahl durch, ne? Da geht's doch. Ich fand, das war jetzt so das perfekte Beispiel eigentlich, ne? Ich habe wirklich was Kleines gemacht, dass diese Drohne ist durch meinen Strahl durch. Ich wollte es nicht, ich habe es aus Versehen gemacht. Das Ding war sauer auf mich und hat mich mal eben platt gemacht. Oder wollte es zumindest versuchen. So, abkühlen. Ich habe gleich keine Energie mehr. Wo ist denn der Strahl? Mein Multiverzeichen. So. Oh Gott. Und hopp! Was ein Brocken, ey. Das sieht nur so aus. Ich glaube nicht, dass das da hinten Energie ist. Abkühlen und tschüss. Ja, ich finde das schon sehr merkwürdig, dass diese Tiere hier alle so laut werden. Oh Gott, ist das groß. Alter Falter, was ist das hier für eine Ader? Das ist ja Wahnsinn. Oh, das ist ja nicht lustig, doch nicht. Oh, ich glaube, ich habe es doch angegriffen. Greifst du mich jetzt an oder haust du jetzt ab? Nein, du haust ab. Ja, ist ja okay. Also wenn du sauer bist, tut es mir leid, aber... Ich hab nichts. Ja, du bist noch mein Frage in dem Fall. Alter, jagst du mich etwa? Ist das nicht eine Muku? Eine Muku macht doch sowas nicht. Dich? Oh ja, dich auf jeden Fall. Und euch. Dich
nicht euch schon? Das sind alles so kleine Popeldinger. Den dann noch? Oh. Ach, kann ich das nicht angreifen? Tatsächlich kann ich angreifen. Aber passiert nichts, ne? Nö. Na dann. Wo ist mein Raumschiff? Da ist mein Raumschiff. Moment mal. Das wird mir echt nicht. Nehmen wir das jetzt mit. So, dann wollen wir mal zum Raumschiff. Wusch dich. Mal los. Ja, ja. Oh, da ist Treibstoff. Folgst du mir? Folgst du mir? Oh! Alter, Alter. Alter, tut mir leid, ne? Okay, er hat Eisen gehabt. Sorry, Muku, aber das muss jetzt mal sein, du, ne? Sollte nicht hier in der Nähe sein, ne? Hm. Böse Kuh. Na gut, ich habe dich ja angegriffen, ich weiß. Tut mir auch leid, ne? Aber wir wollen echt nur wissen, ob das geht. Ich glaube, das ist ein... Ja, das war mal. Ja, was ist das? Platin. Kohlenstoff. Landen. Was sagt denn... Ach so. Raumschiff. Oh, ich brauche Plutonium. Oh, ich habe den Planeten zwar umbenannt, aber nicht hochgeladen. Sehe ich gerade. Jetzt habe ich ihn hochgeladen. Okay, das ist ein Stein. Oh. Das ist diese Arschlochpflanze, ne? Nein, ich schreibe nicht Arschlochpflanze hin. Ich muss noch 2, 3 entdecken und hier habe ich auch eigentlich alles entdeckt. Das ist schon mal gut. Wegpunkte habe ich sie alle, das ist auch gut. Da müssen wir auf jeden Fall wieder hinkommen hier. Auf jeden Fall. Gut, jetzt brauche ich aber Plutonium, weil ich hab nichts mehr. Mist. Wo werde ich wohl Plutonium finden? In Höhlen könnte ich es finden. Oh, ja, Zink. Eisen. Atlas passt, kann ich dich dann? Ja, dich kann ich machen. Oh, passt, Digi. Gra-gra. Zink. Platin. Kenne ich schon. Oh, Turmalin. Ich weiß, es heißt nicht so, aber ich nenne es trotzdem so. Tamium.
Ah, da ist Tamium. Ja, ich kann ja auch ein bisschen lernen. Nicht viel, aber manchmal. Plutonium. Ja. Eisen. Hier ist was Rotes. Hier ist Eisen. Da ist Plutonium. Wie sieht es hier aus? Das ist Kohlenstoff. Eisen. Das leuchtet so komisch, ne? Ach, tatsächlich. Was ist denn hiermit? Na, lassen wir es mit Eisen. Ich suche jetzt Plutonium. Ach, da ist noch mehr. Ach, du Heilige. Da ist Plutonium. Gut, 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 gut. Kannst du mich mitnehmen vielleicht? Hm? Hey. Hey, du, ich möchte dir gerne was geben. Hm. Nein? Na, okay. Ich weiß, wir schaffen das. Los, hopp. Plutonium. Plutonium. Turmalin. Ja, Tamium, ich weiß. Ich dachte trotzdem schon mal. Ich hab nichts gemacht. Boah, diese scheiß Pflanze, ey. Kenne ich alles, tut mir leid. Tschüss. Ja, ist doch gut. Hau mal ab. Alter, was ist das für ein Viech? Was haben wir da? Titan. Da was für Kriege? Meine Fresse, ey. Okay, gut. Wandern wir mal langsam. Wo ist unser Raumschiff? Da ist unser Raumschiff. Langsam mal zurück. Dann können wir mich hoch auf die zur Raumstation und einmal alles verkaufen. Seit ich finde hier noch. Ich weiß gar nicht mehr, wo hier. Was ist das da? Tafel. Nicht so schön. Wenigstens etwas. Ich bin ja schon überlegen, was ich so für ein Raumschiff hole, welche Farbe es muss. Soll mir natürlich auch gefallen. Ich fand ja dieses eine blaue richtig geil, was so ein bisschen mich auch an Ratchet & Clank erinnert hat. An das Raumschiff. Haha, nicht erwischt. Oh, was haben wir denn da? Schön. Und jetzt kommt nicht genügend. Nee, das ist doch das. Okay, 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 okay.
Kohlenstoff möchte ich gerne rüberbringen. Geht nicht. Okay. Braucht Zink. Oh, Schildsplitter, super toll. Dahin. Wie sieht's hier aus? Kann ich dich jetzt füllen? Plutonium. Ja, ich hab's nicht hier drüben, ich weiß. PT und CH. Ach, egal, Pech. Also dieser Planet ist wirklich nicht schlecht hier. Also Noah hat nicht nur viele Tiere, ne? Sondern... Oh, ein Gedali. Viel, ach, sag mal schnell, viele Erze, was man verkaufen kann. Also auch, das ist das. Ach, dann nicht. Okay, das ist jetzt hier, weil ich schon abgebaut habe, aber trotzdem. Kopfschiff! Drin. So, erstmal aufgeladen. Ja, eine Warpzelle müssen wir dafür bauen. Okay. Impuls. So, ist auch aufgeladen. Haben wir jetzt nicht gebraucht, aber egal. Dich rüber. Okay. Okay, 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 okay. Jetzt ist ja natürlich die Frage, ach, noch 28 Minuten. Vielleicht finden wir einfach durchs Fliegen, durchs Fliegen ja einfach mal, was hier so eine Raumstation ähnlich ist. Das Signal ist jetzt noch 12 Minuten entfernt. Und da ist eine Station. Aber die kann mir nicht weiterhelfen. Aber das, was ich machen kann, ist auf jeden Fall landen und die noch mitnehmen. Hier hin. Ah, muss ich kaputt machen, so wie es aussieht. Ja, sieht danach aus. Oh, laufe ich doch mal glatt vorbei, ne? Aber gehört mir. Nee, komm ich so rein. Hi! Grüß dich. Wer bist denn du? Kannst du verkaufen? Das soll mir verkaufen helfen. Na egal. Machen wir noch ein Rätsel? Das Bild der ehemaligen elektronischen Aufsehers des Observatoriums flackert auf der Konsole neben den leuchtenden Signalen. Ich glaube, das vielleicht kennen wir die Antwort. Okay. 3, 3, 6, 5, 3. Das heißt 6, 5, 3, 3. 6, 5, 3, 3. Tada!
Die Sterne auf dem Paradiergeheimnis. Ich habe die unendlichen Leere einer neuen Welt entdeckt. Dein Ansehen hat sich verbessert. Schön. Ankunft in 26 Minuten. Eine Ruine. Schön, toll. Ja. Kann ich was aufgreifen? Plutonium, das geht doch immer. Kohlenstoff geht auch immer. Boah, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Okay, was haben wir denn hier? So. Tschüss, auch wenn das jetzt viel gegeben hat, ich möchte wissen. Was willst du mir denn geben? Ich würde jetzt so lachen, ne? Karawaksufersporat, Amizipas, Griff. Warum Inventar vor elektronischer Lebensform wirkt sehr erregt? Womöglich Schmerzen. Ihr Körper summt eine kleine elektronische Entladung, springen zwischen Maske und Schultern hin und her. Sie ruckelt und zittert. Sie braucht Hilfe. Sie streckt die Hand aus, als ob sie die meinen schütteln wollte. Instinktiv hebe ich meinen Arm zur Antwort, aber der gesunde Verstand riet zur Vorsicht. Zurückziehen, Hände schütteln. Die Lebensform entlädt eine Überladung der Schmerzen, ist intensiv. Ja, schön. Ah, eine neue Technologie. Toxidämpfer Sigma. Schön. Und ich habe was gelernt. Hat sich verbessert. Noch was? Kann ich noch was machen mit dir? Nee, ne? Um Schildaufladung bitten. Ist einverstanden zu helfen. Gut, weil ich möchte jetzt nicht einfach hier rausgehen. Ne? Die Gefahrenschutz sind zu. Alles klar, danke. Was möchtest du? Gut, okay. Alles klar. Hopp. Gut, da habe ich wieder mal geparkt. Ja, Reisemeilenstein. Schön. Nicht allein. Aliens getroffen. 4. So, jetzt gehen wir auch ins Raumschiff wieder zurück. Und Moment mal, Moment mal, Moment mal. Hier war doch noch eine Ruine. Da ist eine Ruine. Ah, die nehmen wir noch mit. Komm, machen wir mal ein bisschen überlänger. Die Ruine will ich jetzt noch mitnehmen. Da gibt es doch bestimmt wieder was zu holen. Wo ist die Ruine? Da bin ich jetzt mal gespannt. Die Ruine nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, die ist ziemlich weit weg. Wahrscheinlich noch hier hinter. Ja, scheint so. Oh, cool, 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 cool. Das ist die Ruine? Das sieht aus wie ein Easter Egg, aber nicht wie eine Ruine. Der Setzer anscheinend mit die Weisheit der Kovacs-Echos mit jenen, die es wünschen. Der Dialekt ist mir unbekannt, doch irgendwie kann ich die Geschichte jener folgen, die ja eins gebetet haben. Die Kovacs-Echos zählen von einer längst vergangenen Zeit als Atlas-Monolithen, die äußeren Randes aufwecken. Ihre Existenz erfüllt sie mit meiner wahren Wissensgier. Seit dem Anfang der Hilfe um die Sprache bitten. Und was kriege ich jetzt? Zeit habe ich gelernt. Okay. Miststein. Was lerne ich bei dir? Verängstigt gelernt. Das ist auch gut. Dann, falls einer mal sagt, ich bin verängstigt, weiß man das wenigstens. Oder ist noch einer? Steine sind immer gut. Virus. Oh. Das haben wir schon. Aber wie ist diese Bucklöcher? Also, ich weiß nicht. Wie passt die hier nicht rein irgendwie?
Da denke ich irgendwie an alle anderen Spiele, aber nicht an das, was ich... Hi! Kann man euch kaputt machen? Nee, ich stelle wie eine Raumstation. Okay, Moment. So, hier hin. Nein. Gut, okay. Na, dann würde ich mal sagen, beenden wir doch mal hier das Ganze, ne? Und ich sage dann, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal zu No Man's Sky. Euer Bärchen. Tschüssi.